Freunde, wir spielen in der Glamorous Foldo und Standard Leistungsgesellschaft. Herzlich willkommen! Hey! Hallo Maria! Hi Markus! Was ist da los? Ein neuer Kanal? Yes! Yes, ein Brettspielkanal! Endlich! Genau, lange hat es gedauert. Dieses Video wollen wir nutzen, um euch ein bisschen zu erklären, was Sache ist, was wir vorhaben, wer wir sind und so weiter und so fort. Die, die mich kennen, und da hinten sieht man sie auch schon, ich habe einen Klemmbaustein-YouTube-Kanal und auch einen Laden. In diesem Laden gibt es ein permanentes Studio und in diesem Studio machen wir unsere Videos. Deswegen auch, ne, wir spielen in der Klemme. Mhm. Wir spielen aber nicht nur in der Klemme, wir spielen auch privat sehr viel. Zusammen? Zusammen, genau. Also Brettspiele. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange. Ich möchte fast sagen 15 Jahre. Uff, schon. Oder so, ja. Das ist schon länger. Und wir haben eben beide das Brettspiel-Hobby für uns entdeckt und sind da ziemlich tief drinnen. Er ist schuld. Ich bin schuld, aber du holst ziemlich stark auf. Und ich denke mal, zusammen werden wir schon locker 500 Spiele haben. Und wir spielen jede Woche. Genau. Und dann kam irgendwann mal der Wunsch auf und die Idee, machen wir doch einen Kanal. Und ja, das taugt mir. Das taugt mir wirklich. Ihr wisst, für die, die meinen Hauptkanal kennen oder den anderen Kanal, Brettspiele sind nun mal auch meine Leidenschaft. Und, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Da kann ich stundenlang reden, werden wir auch tun. Und deswegen ist der zweite Kanal genau das Richtige. Maria, möchtest du etwas von dir erzählen? Ja, also wie ihr wisst, heiße ich Maria. Ich komme ursprünglich aus der Slowakei. Deswegen ist mein Deutsch halt nicht so super, aber ihr werdet es schon ertragen. Ich glaube auch. Genau, ich wohne in Wien, das ist meine Wahlheimat und ich liebe Wien über alles. Markus ist daran schuld, dass ich Brettspiele angefangen auch zu lieben. Mhm. Überhaupt das Spiel Tavernen in Tiefental, ja, wo er ein Privatvideo gemacht hat. Mhm. Und das habe ich mir angeschaut und habe mir gedacht, okay, das geht auch, da kann man das auch machen. Okay, dann schauen wir, was gibt es noch bei den Brettspielen überhaupt. Ja. Und jetzt ist die Wohnung schon ganz voll. Jetzt denkt man schon sogar über Umzug, dass man überhaupt Platz für Brettspiele hat. Also ihr seht, egal welches Hobby man hat, wenn man in einem Hobby tief drinnen ist, ist der Platz immer zu wenig. Immer, das immer. Ist wurscht, was man macht, Klemmbausteine oder Brettspiele oder Musik oder was auch immer, es ist immer zu wenig Platz. Genau. Und ich bin eine Bauchspielerin. Okay. Und ich spiele gerne Eurogames. Okay, Eurogames, ja. Worker Placement und so weiter. Mhm. Das Amitrash. Mary Trash, das ist nicht so meins, aber ich spiele es mit. Ja, ja. Bei mir mal ganz kurz, ich mag alles, also deswegen, ich bin ja einerseits der Omni-Klemmer, ich bin aber auch der Omni-Spieler, könnte man so sagen, weil ich spiele alles gern. Es muss einfach mir gefallen. Und da bin ich nicht irgendwo in einer Schublade, sondern ich schaue mir alles an und dann ist es gut oder ist es schlecht. Ich mag sehr gerne Worker Placements und auch mittelschwere bis etwas komplexere, aber thematisch doch starke Eurogames. So wirklich totale Brecher brauche ich nicht immer. Mhm. Vielleicht noch gewürzt mit einem Fadenthema, das brauche ich nicht. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne in diesen Merry-Fresh-Gebieten zu Hause, vor allem wenn es sehr viel Story gibt. Glücksspiel und keine Ahnung, wirklich Konfrontation und so weiter ist okay. Ich mag aber gerne, wenn eine Story dabei ist. Also Eldritch Horror ist einer meiner All-Time-Favorites, weil da eben sehr viel Story passiert, aber natürlich auch sehr viel Glück. Also ihr seht, ich bin da überall zu Hause, aber zu Hause habe ich knapp, haben wir ja schon gesagt, knapp 300 Spiele. Es liegt aber einfach daran, dass ich nicht mehr Platz habe. Ja. Ich habe die Klemmbausteine, ich habe die Brettspiele und es ist alles voll. Und deswegen habe ich nicht mehr. Aber wie gesagt, du hast auch schon groß aufgeholt. Du wirst wohl auch schon irgendwo bei 200 Spielen sein. 250, oder? Ja. Naja, schon. Gut, es wird wöchentlich mehr. Ja. Ja. Was könnt ihr auf diesem Kanal erwarten? Was haben wir vor für Videos? Viele Reviews. Reviews, genau. Dann eine kurze Regelerklärung. Genau. Und Unboxings. Unboxings wollen wir machen. Mhm. Und es gibt so eine Art, was haben wir gespielt, was kam auf dem Tisch, einfach um euch da mal kurze Eindrücke zu geben. Und Pop Dance wollen wir auch machen. Ja, ich weiß, ich werde das auch nicht verstecken, ich bin ein sehr, sehr großer Dice Tower Fan, ein großer Tom Wessel Fan,
Und ich werde mich dafür auch nicht schämen, im Gegenteil. Nein, Ich finde Tom Bessel und C. Garcia und auch Sam Healy, der leider nicht mehr dabei ist, und auch alle anderen vom Dice Tower sind für mich äußerst sympathische Menschen, kompetent, aber auch eben unterhaltsam. Und darum soll es doch gehen. Wie sagt der Brettspielballett? Grüße gehen raus! Ja, ja, und das ist halt, ich schaue halt eher amerikanische YouTuber. Ich schaue eher deutsche. Und damit haben wir alles abgedeckt. Genau. Also ich weiß, was in Amerika neu rauskommt und was hier in Europa rauskommt, weiß ich so ad hoc nicht. Da müsste man vielleicht sich die Maria fragen. Ja, genau. Ja, das haben wir auch alles abgedeckt. Und dann ist das gut so. Ich hoffe, ihr habt Spaß an unserem Kanal. Ich habe vorhin schon erwähnt, es soll vor allem Unterhaltung sein. Wir versuchen das natürlich möglichst unterhaltsam zu machen. Mhm. Aber es soll auch Information sein. Ja, also wenn wir ein Review machen, wo werden wir das ehrlich machen? Wir werden das authentisch machen. Wir werden unsere Meinung kundtun und das ist halt unsere Meinung. Ihr müsst dann abschätzen für euch, ob ihr mit dieser Meinung zufrieden seid, ob euch das was gibt oder nicht. Wir sind sehr, sehr offen. Das halte ich auch mit meinem anderen Kanal so. Wenn ihr andere Meinungen habt oder meine Meinung, unsere Meinung verstärken wollt, schreibt es unter in die Kommentare. Darum ist es ja da. Ne? Darum geht es doch. Und nur weil ich den Laden habe, heißt es nicht, dass ich alles über den Klee lobe. Das mache ich auch bei den Klemmbausteinen nicht. Und das werde ich auch hier nicht machen, denn, und das ist mir schon wichtig, der Kanal, der YouTube-Kanal soll getrennt vom Laden sein. Mhm. Ja, das ist für mich ein Hobby. Das macht mir Spaß. Ich möchte einfach darüber reden. Ich möchte einfach mit der Community im Austausch sein. Genau. Weil sonst könnte ich einfach nur daheim in meinem Zimmer bleiben und Solo-Games spielen, nein, die ich übrigens nicht. Überhaupt nicht leiden kann. Solo-Games, genau. Ich hasse diese Entwicklung. Aber gut, wir schweifen ab. Gibt's noch was zu sagen? Nein. Okay. Wir haben es geschafft. Ja. Dann willkommen auf unserem Kanal. Die Klemme Brettspiele. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.